Oh Gott. Nein, danke. Ich habe den noch nicht ausgewählt. Ich habe noch nichts gemacht. Ich bin auch gerade auf der Lilian-Seite. Richtig viel Priester. Hab ich's doch richtig in Erinnerung. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Rides was Dufte dann spielt. Wir haben hier wundervolle Klassen. Ich hätte ja gern die hier. Oder nein, eigentlich hätte ich gerne die da. Aber ja, muss ich mir freischalten. Habe ich Zeit freizuschalten? Nein. Habe ich Lust? Nein. Die hätte ich auch gerne. Das ist süß. Aber tatsächlich, ich spiele eine Blutelfe. Aber überhaupt keinen Namen bisher. Passt. Ja, Luna. Darfst du? Und keine Angst, du greifst hier, glaube ich, niemanden an. Außerdem bist du Mod. Du darfst fast alles. Wuppal, bin ich hier Fuchsi. Ich hasse das heute alle jetzt. Ist. Naja, hat sich ja mittlerweile geändert. Also, es gibt zwar Horde Allianz, aber ich glaube, du kannst ja jetzt mittlerweile. Oder bald? Mittlerweile? Bald? Ich habe keine Ahnung von WoW. Miteinander spielen? Ohne irgendwelche Einschränkungen? Ich habe keine Ahnung von WoW. Nagelt mich dir auf nichts fest, was ich hier sage. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Aber. Ich glaube, die Idee dahinter ist halt ein bisschen veraltet, was Allianz und Horde angeht. Ali und Horde hat Friede momentan, soweit ich weiß. Das wird ja witzig, wenn sie irgendwann vielleicht keinen Frieden mehr haben. Aber ich meine auch Kitty. Aber wie gesagt, nagelt mich da nicht drauf fest. Ich bin kein WoW-Experte. Dafür ist Dufte dann zuständig. Dafür ist einzig und allein Dufte zuständig. Zwingen die Spieler halt schon auf zwei Seiten. Dadurch spaltet man die Community. Weil für die Wortwelt. Ja, gibt's aber in einigen MMOs. Gibt's aber in einigen, dass du dann halt Allianzen willst. Also. Ich glaube, es war halt einfach storytechnisch ein bisschen. Aber rein theoretisch ist es ja gar nicht schlecht, dass man zwei Seiten hat. Ich glaube, es wurde alles so sehr kompliziert gestaltet. Allein dadurch, dass sie halt keinen Frieden hatten. Der erste Friede war tatsächlich ging, aber danach war wieder Krieg und jetzt durch die Shadowlands sind sie wieder im Frieden. Yay! Ein Hoch auf die Shadowlands. Das ist halt so ein Story-Ding, ne? Einfach, was Kitty sagt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung von den Klassen. Also, wie gesagt, ich spiele so, wie ich es für mich denke, dass es richtig ist. Die Mods haben das Recht, sobald jemand dagegen spricht. Tipps sind in Ordnung, aber nur, wenn ich danach frage. Also Tipps sind wirklich in Ordnung, wenn ich danach frage. Ansonsten haben die Mods das Recht, alles rauszubannen. Also bei WoW bin ich tatsächlich sehr streng, weil ich habe mir mehrere Streams angeguckt. Ich habe einfach nur gesehen, wie toxisch die Leute in Streams sind. Und ich finde das furchtbar. Weil das hatte ich keine 24 Stunden durch. Gibt es in WoW keine Hauptbarklasse? Also, es gibt Krieger. Der dient tatsächlich als. Ja, natürlich dient er als Tank, aber ja, klar. Paladin. Hast du auch als Tank. Druiden kannst du auch als Tank spielen. Und Mönch kannst du auch als Tank spielen. Dämonenjäger kannst du auch als Tank spielen. Diese zwei Klassen werde ich einfach nicht wählen, weil damit spoilere ich mich selbst. Hauptmann ist halt aus. Hier, Lotro.
Aber ich werde tatsächlich meine Jägerin spielen, weil ich will Pets haben. Ich bin Pets-Sammlerin. Ich brauche Pets. Also Viecher, die mit mir laufen. Auch wenn ich keine Ahnung von der Klasse habe. Aber deswegen, wie gesagt, ich spiele so, wie ich denke, dass es für mich richtig ist. Weil wir nämlich kein großartigen Raid oder sonst was laufen. Also ich glaube, Innis wollten wir laufen. Aber wir spielen auch nicht den aktuellen Content. Davon nochmal ganz abzusehen. Geht auch gar nicht mit Stufe 1. Den hätte ich mal angefangen, war mir aber zu hoch, welches Tier gut und schlecht ist. Ja, wie gesagt, mir ist das auch zu hoch. Aber ich spiele das, worauf ich tatsächlich Bock habe und wie ich denke, dass es für mich richtig ist. Weil ich weiß, dass Dufte nicht toxisch ist und ich weiß, dass du nicht toxisch bist, Kitty. Von daher ist mir das scheißegal. Ich werde wahrscheinlich WoW danach eh nicht mehr im Stream spielen. Wobei ich weiß es nicht, ich habe ein Layout, da steht. Vielleicht werde ich es trotzdem öfters nutzen. Von daher, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Wenn ich irgendwann nochmal WoW spiele, sagt dann bitte nicht wieder, aha, sie spielt es doch. Also ich kann es euch nicht sagen, ob ich... Ne? Jetzt kommt erstmal das Schlimmste. Die Frisuren. Nein, Frisur bitte. Gott. Ich weiß es doch nicht. Ich brauche doch wieder Jahre dafür. Oh Gott, jetzt werde ich die WoW-Community lieben Pfötchen. Bin ich dazu bereit? Ich bin da nicht mehr selbst zu bereit. Ich bin da nicht mehr selbst zu bereit. Ich habe bisher nur privat gespielt. Ich habe nur privat gespielt. Und so wenig Community-Erfahrung wie möglich... Also, ne, so wenig wie möglich gemacht. Was cool war, war ab und zu mal Leute, die halt so im, ne, auf der Map rumlaufen. Und das letzte war in irgendeinem Gebiet von Burning Crusade. Da habe ich, glaube ich, auf irgendeinem Bossviech gewartet. Aua. Oh. Au. Warum habe ich die Lautstärke nochmal so hochgestellt? Michi Angel, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier bei den Sanftpfoten. Mach's dir bequem. Damit du wach bist. Ja, wach bleibst. Ja, wahrscheinlich. Ich habe sie auf 70, glaube ich, gestellt. Ich werde sie zwischendurch, glaube ich, nochmal runterdrehen. Weil jetzt bin ich wach. Jetzt bin ich definitiv wach. Das hat gekickt. Aber vielen, vielen, vielen lieben Dank und herzlich willkommen hier. Oh Gott. Ja, komm, wir spielen mit Glätze. Die Frisur finde ich auch mega cute. Ich weiß, ich kann im Laufe des Spiels meine Frisur ändern. Davon werde ich auch heute Gebrauch machen, weil ich wahrscheinlich zwischendurch merke, ach nee, die andere sieht doch gut aus. So hört sich mein Kopf gerade an. Einführen und zwar kein... Ach ja, stimmt. Stimmt. Gute Idee, Kitty. Ah, ich liebe die Stelle beim Sound. Gute Idee. Stimmt, ach doch, der hat Hacks, aber nicht die ich wollte. Warte. Das alte System war besser, aber egal. Ich hoffe, dass es gleich auch unterm Stream erscheint. Wie stelle ich die Weltquest frei? Ich kann dir leider nicht helfen. Ich bin ein WoW-Noob. Das ist das Problem. Ich bin leider ein WoW-Noob. Unser WoW-Profi liegt, glaube ich, noch in den Federn. Deswegen starte ich gerade leider noch allein. Da habe ich jetzt schon Schiss. Ich kann, weiß bei WoW gar nichts. Ich weiß, wie ich kämpfe. Ich weiß, wie ich nach Burning Crusade komme.
Also, ich. Leider kann ich dir da leider nicht helfen. Ich kann dir sagen, wie du ein Schokobo freischaltest. Ja, das kann ich auch. Also, ich werde zwischendurch meine Frisur ändern. Es geht kein Weg dran vorbei. Wo war denn die eine? Ja, glaube ich. So. War das die? Ich glaube, es war die. Augenfarbe. Bin ich bis heute nicht eins mit. Ich liebe aber blaue Augen. Also machen wir blaue Augen. Ohren. Ohren, Leute. Wir bleiben bei Mittel. Ach, da sehe ich die Ohrringe. Ist da irgendwas? Ich bin ein Gold-Fan. Wir machen Gold. Ich glaube, das passt. Ich habe es hart gefällt, was es sieht. Kitty! Das ist wirklich. Okay, nee. Ich bin spannend. So. Ganz einfallsreicher Name. Das große Problem. Okay, ich glaube, er ist noch nicht wach. Das. Ach, Kitty. Also für gewöhnlich, ich liebe ja dieses Startgebiet, ne? Ich liebe es ja. Wann ist der neue Starter? Kann ich zum Beispiel nicht sehen. Nicht? Ach nee. Aber du startest ja auch schon auf Level 10. Das heißt, du fängst wahrscheinlich in deinem Gebiet an, ne? Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Ja, ich denke, ich werde die Insel des Verbannten nehmen, einfach. Weil wir ja, sobald wir Chromi nutzen können, nach Burning Crusade wollen. Wäre, glaube ich, sinniger, wenn ich das eigentliche Tutorial mache. Vielleicht begreife ich dann, was ich tue. Wie gesagt, Duft ist. Ja, wie gerade angesprochen. Also vor einiger Zeit. Na, gerade. So lange ist doch noch nicht her. Er ist leider noch nicht wach. Aber gut. Es ist auch früh, müssen wir dazu sagen. Das heißt. Komm, ich gehe tatsächlich da drauf, weil ich bin recht fix dann durch, hoffe ich.
Aleria war richtig, ne? Ich guck, ich kann es nur ja nochmal neu erstellen, aber Aleria war meine richtig. Ja, Aleria. So. Wunderbar. Ja! Muss durfte wahrscheinlich das Dingens allein durchdingseln. Dann mache ich das fix. Es geht halt nicht anders. Ich kann jetzt nicht so lange warten, bis er wach ist. Das... Mist, ne? Ich meine, es ist jetzt schon. Also, ich habe extra schon später, also ein paar Minuten später angefangen. Beziehungsweise extra. Es ist nach hinten gezogen. Ihr seid Teil der mächtigen Horde. Dieser Bund aus verschiedensten Völkern kämpft vereint für Freiheit, Ehre und Ruhm. Kürzlich ist eine Horde-Expedition zu einer unerforschten Insel verschollen. Also die Insel, ich habe die Insel einmal gespielt. Seid ihr Teil einer Rettungsmission, die von Orgrim. Und ich war recht fix durch. Aber ich habe allein gespielt. Also ohne Stream. Und ich lese nicht. Also ich lese nicht laut. Ich überfliege. Für mich. Ne? Weil wenn ich jetzt alles lese von der Story, sei nie besteht drauf. Aber ich glaube, da bringt mich Dufte nachher um. Wenn ich in Burning Crusade alles lesen muss. Der bringt mich um. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und Arigos, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Morgen. So, ich laufe. Wir werden nicht ruhen, bis wir die Expedition. Und nein, ich habe keine Addons, falls irgendjemand fragt. Ich spiele ohne Addons. Ich bin Noob. Lasst mich. Die Mods haben heute alle Rechte, die sie wollen. Ich weiß, es wird irgendwo Hater gehen. Es wird irgendwo Hater gehen. Ich sehe es schon kommen, ey. Ah. Nein, ich wollte ihn nicht ansprechen. Tut mir leid. Ich wollte gerade was ändern. Schnell plündern. Anzeige. Nee. Zu uns lassen. Ja. Gut. Alle Rechte. Ihr seid alle Neko-Filter aktiviert. Wunderschöne, tolle Menschen. Ja, euch lieb. No. Ach, Luna. Ach so, ich so, ja. Da geht's schon los. Ich weiß schon wieder nicht, was man tun soll. Wo es eindeutig ist. Hey, ich lerne zu kämpfen. Geil. Als nächstes. Regen? Davon haben die Schamanen nichts gesagt. Ich find's etwas leise. Die Horde lässt niemanden zurück. Bleibt wachsam. Überall lauert. Grog wird mit euch üben. Ich muss mit der Besatzung über den Regen sprechen. Ja, furchtbarer Regen. Er ist nass. Ist das irgendwas im WoW, was die Grafik verbessert? Nein. Also bestimmt. Addons wahrscheinlich. Keine Ahnung. So schlecht finde ich die aber gar nicht. Hast du mal Classic gespielt? Classic sieht scheiße aus. Ich weiß, es war nicht gemeint, aber trotzdem. Ich habe es jetzt einfach mal aus Prinzip getan. Die Horde lässt niemanden zurück. Für die Horde. Hi. Ich gehe in Position. Schlagt schnell und hart zu. Ich habe aber einen Bogen. Damit kann ich nicht zuschlagen. Lauf nie vor dem Gegner fort. Die Augen immer zum Gegner. Ja, dann bleib doch mal stehen. Ich brauche ein Ziel. Ihr gewinnt. Was passiert hier, ey? Eure Kraft wird unserer Mission. Ach ja, stimmt. Ja, ja. Ja, ich zieh's mir doch schon rein. Ist doch gut.
Kann ich nicht. Huch. Nein. Nein. Ich hab irgendwas gerade. Ja. Das ist, wenn man rumspielt. Das passiert, wenn man hier am Rumspielen ist. Nein, genau, kann das Fenster stellen. Einstellungen. Kann ich das auch irgendwie ändern, dass es kleiner wird? Ja, nein, vielleicht. Nein. Stimmt, ich kann ja auch nachgucken, wann er war vor 5 Tagen online. Ah, da. Haha! Macht's aber alles nicht besser. Da. Ja, passt schon. Es ist da unten, also alles gut. Es geht nur mit Addons, sorry, für wie wenig Hate oder so. Also ist halt so. Luna, tust du aber gerade. Ich will aber keine Addons spielen, weil wozu? Ich spiel's nicht als Hauptgame. Wozu brauche ich da Addons? Zeichen der Pfote. Ist das ein. Wir retten die Expedition. Tun wir das. Ich bin hier, um zu helfen. Tut ihr das? Das ist jetzt schon wieder. Dieser Sturm überwältigt uns. Ich bin überfordert. Und Panda. Ja. Wir werden nicht ruhen, bis wir die Expedition gefunden haben. Gut. Lasst euch nie kalten. Lasst euch nie kalten. Ich höre Murlocs. Ihr habt überlebt. Wir müssen uns sofort sammeln. Hab ich das? Konzentriert euch auf unsere Mission. Murlocs! Bleibt wach. Holt unsere Vorräte, aber übernehmt euch nicht bei den Murlocs. In Gruppen sind sie gefährlich. Also kann ich denn schon? Kann ich? Nein, ich habe keine 65 Haustiere. Nein, nein. Genau. Ja, Salem, komm auf meine Seite. Leider habe ich keine wirklich aus Ichi Salem. Aber ich habe eine Katze. No. Ich habe kein Ziel. Plünder die Leiche. Oh, ich weiß nicht, auf was ich mich hier einlasse. Warum tue ich das? Ich habe kein Ziel. Ich in FF seit 3 Stunden. Ach ja, B. Stimmt, da war was. Und C. Huch. Und C.
Ja, dann ziehe ich das darüber. Ist doch gut. Wo ist dieser Stress hier? Nein! Also, wenn ihr Pro-Gaming sehen wollt, ihr sitzt nicht hier. Aber allgemein nicht. Auch bei anderen Spielen nicht. Die Horde lässt niemanden zurück. Lasst euch nie kalt erwischen. Was? Sehr, das Ziel umfangen auf 15 Sekunden lang seine Bewegungsgeschwindigkeit. Ja. Okay. Ich werde es wahrscheinlich am Ende des Tages bereut haben, dass ich diese Klasse spiele. Dieser Sturm war definitiv unnatürlich. Was tue ich hier? Ein schöner Sturm. Hat wohl auch das erste Schiff getroffen. Panda! Danke. Wir finden die Expedition schon noch. Konzentriert euch auf unsere Mission. Für die Horde. Ihr drei sucht nach Überlebenden. Rekrut, wir stoßen weiter vor. Tut das. Aber tut es leise. Oh, Krabbe. Ob ich keinen Plan von diesem Game habe? So hungrig. Wonsa! Aber hey, ich habe schon einige Erfolge gekriegt in dem Spiel. Oh, in WoW verschwinden NPCs in Afterlife. Ja. Recht häufig. Oh, hi. Die Horde lässt niemanden zurück. Shuya hat gesagt, ihr würdet kommen. Toll, jetzt müssen die Ziegen drunter leiden. Ich habe nichts hält mich von ihr fern. Als Soldatin der Horde weiß sie, dass wir niemanden zurück. Nicht gerne steckt ein, das tut mir leid. Es ist früh morgens, es ist wieder meiner Zeit. Für gewöhnlich schlafe ich ab jetzt noch 3 Stunden. Vor allem auf den Sonntag. Kann er nichts für. Ich glaube, das war das falsche Ziel. Ich brauche ein Ziel. Aber ich habe mein Rostfleisch. Warn Hinterhalt. Stacheleber. Esst erst. Was habt ihr ich denn? Ich lasse euch nicht verhungern. Springt rückwärts. Wenn ich am Ende des Tages noch weiß, was welche Fähigkeit tut, dann bin ich gut. Aber nur dann. Da das nicht passieren wird. Aber ich mache den Ventilator mal aus. Meine Haare sind nämlich immer noch nass. Ich sag mir hier sonst was für Kohle jetzt. Nee, durfte scheint wohl noch in den Federn zu liegen. Wir müssen die anderen zurück. Leider. Wir sehen im Norden nach, was die anderen gefunden haben. Wonsa, ruht euch aus, bevor ihr zu uns stoßt. Ich möchte erst mal wissen, was dann das ist. Später. Die herrenlose Truhe. Hatte recht mit euch. Die Horde lässt ihre Soldaten nie zurück. Und ich nicht meine Tochter. Kann ich die überhaupt öffnen? Kann ich. Huch.
alles klar, Luna. Mach das. Tun Sie dies. Ich glaube, viel verpassen tust du hier gerade erstmal noch nicht. No. Alles gut, Luna. Das hast du dir noch letzte Nacht verdient. Natürlich wendet ihr euch an mich. Jorel Aran. Gesundheit. Passt gut auf euch auf. Baladash Malanore. Ein Blutelf unterweise ich gerne in den Künsten der Weltenwanderer. Hi. So. Peace, Bruder. Das muss fürs Erste genügen. Also sucht euch ein Tier und zähmt es. Hätte den Schnabel da draußen. Das ist das sind zwei Krähen, die streiten. Oh, Krähen sind süß. Begleiter. Das Begleiterkram packe ich mir erstmal hier hin. Benutzt es wirklich 10. Thank you.